Ja, es gab ja ein Patch mittlerweile. Ich weiß noch nicht genau. Ich glaube, der hat ein paar Unterhaltungen hinzugefügt, was es unten angeht. Bei Mehrvolk. Was gar nicht mal so schlecht ist. Das ist schon ein bisschen sehr laut. Ich werde das irgendwann mal anders machen hier. Das gefällt mir nicht hier so, wie es ist. Okay, ihr seid voll. Das ist echt nicht verscherbeln. Okay. Die brauchen noch ein bisschen. Wie sieht das hier aus? Hier wächst noch alles. Okay, da ist voll. War denn hier noch mal? Ach, die Melonen. Können wir eigentlich noch ein paar holen. Ach, guck mal, die Katze kommt doch endlich raus. Schön. Ach, ich wollte doch zum... Wollte doch hier. Muss mein Shop hin. Mein Shop ist weg. Hä? Wo ist mein Shop? Haben Sie das geändert? Kann auch komischerweise gar nicht mehr die Chips dafür herstellen. Dekoration, stabiler Computer. Müssen wir gleich mal zum Shop gehen. Das wundert mich jetzt. Das ist 14. Sommer. Volleyballturnier auf Coral Island. Wo Strand? Wann abends und was? Spaß. Okay. Leiser machen. So, wie sieht es hier aus? Okay, hier ist alles neu in Mache. Haben die paar Sachen geändert? Ich wundere mich halt schon, wo meine Computerteile hin sind. Okay, hier wird auch einiges gemacht. Wir denn gut aus den Melonen machen. Anderen Lager. So, wir probieren mal. Wir machen erstmal daraus Saft. Ich hoffe, ich weiß doch gerade noch nicht, was genau da nochmal für ein Saft rauskommt. Ah, guck mal den. Dann machen wir das doch mal. Und dann probieren wir mal aus, wie es ist, wenn wir daraus Met machen. Oh, das würde mich echt stark interessieren, wie da der Met rausschmeckt. Ach, ich kann natürlich auch die Sachen da drin lassen. Über Gemüse. Das ist richtig. Ja, so wollte ich das machen. Okay. Lass mir die Schmetterlinge nochmal verkaufen. Denn die brauchen wir hier nicht. Iris. Ah. Denn nur. Ach da. Ah, den Lachs müssen wir noch wegbringen.
Oh, ist das super viel Dünger. Geil. Ich weiß noch nicht. Moment. Herstellen. Dünger. Wir haben auf jeden Fall sehr viel Saft. Wir könnten den normalen Dünger machen. Boah, es wäre geil, wenn es noch irgendeine Möglichkeit gibt, besser an Meeresfrüchte dran zu kommen. Also Osmium-Seetang, das könnte man noch locker holen. Achso, warte mal, da fällt mir gerade ein. Geschlossen. Ja gut, der hat noch zu. Oh, hier haben wir Sonntag. Warte mal, haben die... Ja doch, die haben auch nicht da offen. Können wir hinten laufen. Nehmen wir mal die Kokospalmen hier schütteln. Ah, ich muss, glaube ich. Ha! Hoppla. So, der hat offen. Was würde denn der Umbau kosten? Hausaufwertung. Hartholz, Stein und Goldbahn. Hatte ich jetzt Goldbahn gehabt? Ich habe da jetzt ein Gefühl, da war irgendwas. Gehen wir nochmal zurück. Wie sieht das jetzt mit Goldbahn aus? Okay, hier haben wir nichts. Na guck mal, da müssen wir auch noch machen. Machen wir eben Goldbahn. Ist ja kein Akt zu machen. Können wir wahrscheinlich nur heute nicht bauen, dann machen wir das morgen. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Dann machen wir das halt morgen. Ach guck mal, ich habe ja noch Dünger. Dann holen wir jetzt erstmal die Melonen. Brauchen wir auch noch. Sorgung. Was haben wir denn diesmal? Möchte Tomaten haben. Kannst du haben. Oder haben die heute geschlossen? Ne, die haben doch auch heute kurz auf. Ach, die öffnen von 12 Uhr. Okay. Dann machen wir das erstmal mit den Tomaten. Aber haben die auf? Okay, das Labor hat auf. Aber wieso kann ich nicht mehr am Computer shoppen gehen? Haben die das jetzt, haben die da jetzt irgendwas geändert, dass das nicht mehr so ist? Das ist ein Ausrufezeichen. Nee, das nicht. Ist auch alles fertig? Okay. Haben sie geändert. Kann nicht mehr shoppen gehen. Das ist ja doof. Finde ich nicht so schön. Also ein paar Sachen fehlen mir auch noch. Das ist nicht viel. Leute habe ich auch noch nicht gefunden. Habe ich allerdings, warum es so viele Monster gibt, wenn ich eh immer nur dieselben sehe. Was macht der Yoga mit?
Dann machen wir das doch mal eben mit den Besorgung. Wo haben wir denn die Tomaten? Und die Mayonnaise ist fertig. Wo haben wir die denn? Den Eier mehr hier? Anscheinend nicht. Erbsen, Mangold, das, Paprika. Ich will halt gucken, dass ich neue okay, Erbsen, Blumenkohl und sowas habe ich alles. Okay. Ich will halt gucken, dass ich neuen Dünger mache in der Zeit. Ich brauche anscheinend hier Eier. Ich habe hier gar keine mehr. Hm. Was können wir denn noch da rein tun? Mayonnaise. Ach. So, hier Eier. Heißt, da können wir noch Mayo machen. Wieso hat er jetzt... Naja, er hat es erst nicht machen wollen. Warum auch immer. Ich kann aber hier schon mal den Blitz reintun. Ach, ich habe nur einen reingetan, ne? Ne, ich habe alle reingetan. Ah, ich weiß nicht. Irgendwas haben die gemacht. Dass das nicht jetzt gut mehr geklappt hat. Oder nicht mehr gut geklappt. Was jetzt ein bisschen ärgerlich ist. Was ist, wenn die irgendwas patchen? Dann komischerweise nicht mehr funktioniert. Das ist immer dann so ärgerlich. Aber ich glaube, man kann es auch verstehen, dass ich so denke. Das mit dem Shop verstehe ich jetzt auch nicht. Hm. Naja. Wir werden gleich einfach mal gucken. Oder am nächsten Tag mal gucken, wie das mit dem Gold ist. Erstmal hier die Sachen mal aufsammeln. Ja, es ist ein bisschen Wuselfaktor, ich gebe es ja zu. Aber wir werden die auch irgendwann die Hühnerstelle hier hinpacken. Zwei nebeneinander. Muss ich jetzt nur abwarten, bis die hier fertig sind, dann mache ich das auch. Also bis hier der... bis die ausgewachsen sind. Will ich das nämlich dann auch so machen. So, jetzt holen wir aber erstmal unsere Melonensamen. Die Tomaten habe ich schon wieder fast vergessen. Sollte erstmal reichen. Ja.
hoffe, der verteilt die jetzt gleich auch. Ist ja blöd, wenn er die jetzt nicht so einfach verteilt. Na, mal abwarten. Sandhand, Düngerlager. Ja, das macht er wenigstens, okay. Okay. So, dann gehen wir jetzt erstmal zu meiner Lieblingsecke hin. Oh, blauer Schweinschwanz. Ja, den nehmen wir mit. Das nehmen wir auch mit. Das können wir auch mal mitnehmen. Auch wenn ich schon mittlerweile genug Hartholz habe eigentlich. So, ich gehe halt hier immer gerne hin, weil die Steine halt gar nicht so schlecht sind hier. Die sind einfach nur gut, weil sie meistens immer sehr viel ziehen oder sowas. Vor allem immer Geoden. Geoden sind auch gut. So, so, so. Ab ins LAN aber schon. Runde blaue Uhr. Okay, es ist auch nicht so berauschend, was er da hat. Bin nochmal zurück. Es hat unbedingt ein Ding, abends dahin zu gehen. Erzählen. Naja, egal. Sache braucht ja noch ein bisschen. Dann ist ja gut. Kann ja auch weiter schön weitergemacht werden. Morgen können wir das dann machen mit dem komme ich nicht drauf. Morgen können wir das halt machen mit dem Haus. Dann werten wir das Haus auf die höchste Stufe. Ich glaube zumindest, es ist die höchste Stufe. Ich möchte jetzt nicht lügen. Die brauchen noch die Fische. Da müssen wir noch einmal einen Tag warten. Das sind halt die Wache. Wo habe ich denn nochmal? Ach, hier. So, Holz und Stein kann hier hin. Die habe ich da. Hier sind die Fische, hier sind die Insekten. Den habe ich schon, ich sehe ihn gerade noch nicht. Da unten. Unbedingt mal zwei Kisten, wo ich nur Dünger habe.
Haus muss ich auch mal endlich dekorieren. Das sieht so schlimm aus. Es ist so kahl. Ich glaube, es ist einfach sehr kahl. Naja, wir können jetzt zwar nach oben gehen, aber hier oben ist einfach nichts. So, warte mal, wie sieht das denn aus mit Geburtstagen eigentlich? Okay, die hatten Geburtstag. Die nächsten Geburtstage sind Frank und Sarah. So, jetzt mache ich eben mal das, was ich schon wieder fast vergessen hätte. Ich guck mal eben, ob ich ein paar Tomaten habe. Ich brauche unbedingt noch eine Katze. Tomaten müssten dann eigentlich hier sein. Habe ich auch. Ist nur die Frage, wo ist sie gerade? Im Wald ist sie nicht. Da ist sie. Die Tomate, Tomate, Tomate. Auch abgeschlossen. Okay, Bürgermeister Connor ist voll. Sie haben mir schon Geschenke abgegeben. Also ein paar fehlen noch. Aber auch zum Glück nicht mehr viele. Ich weiß auch noch nicht, wen ich als Frau nehmen möchte. Ich habe da so ein paar Kandidaten. Aber ich glaube... Spontan wüsste ich das auch, glaube ich, schon. So, wir machen das jetzt erstmal mit dem Lachs. Den muss ich ja immer noch abgeben. Rennt der hier komplett in Badekleidung rum. Hier lang. Hast du gute Nachrichten? Hier ist der Lachs. Danke für den Lachs. Benutzen wir ihn. Du kannst das Messer und Schneidebrett verwenden. Okay, also zuerst musst du den Fisch putzen und die Eingeweide ausnehmen. Und zack, haben wir ein neues Rezept gelernt. Schön. Naja, eigentlich müsste jetzt gleich dieses Fest da stattfinden. Ah, Dating. Er trinkt eine Kokosnuss. Wie machen die das denn eigentlich? Die sind ja eh zu zweit da drin in diesem Versteck. So, dann gehen wir doch jetzt nochmal zum Strand. Wir haben ja jetzt Abend. Und heute Abend soll ja dieses Volleyballturnier stattfinden. Aber irgendwie nicht so wirklich. Warum auch immer.
glaube, das sind nur Algen, die angeschwemmt wurden. Das ist immer noch so viel Müll rumliegt, ne? Na gut, das bleibt ja leider nicht aus. Ach. Ich dachte, heute findet ein Turnier statt. Anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Naja. Es ist Sonntag. Es wird heute nicht mehr viel passieren. Ich geh nochmal nach Hause. Kostet eigentlich schon viel. Den will ich eigentlich ungern abgeben. Ganze Baumsachen. Gold ist fast fertig. Mit mir führen. Der Stoff braucht irgendwie länger jetzt. Eigentlich brauche ich echt noch ein bisschen mehr Honig. Dafür brauche ich Bronze. Ich habe auch keine Lust, das Geld für Bronze auszugeben. Das ist doof. Achso, jetzt weiß ich wieder, was ich da machen wollte. Ich wollte die Blumen da abgeben. Ne, die nicht. Sortieren. Da können die Kokosnüsse auch noch rein. Ja, hier habe ich immer noch ein bisschen Zusatz von Samen. Ich will auch mal irgendwann, dass ich da mal ganz viel habe von. Gucken. Hast du erfolgreich geschlafen? So, der Kaffee kann auch hier rein. Wo habe ich den Kaffee denn? Ach, da. Was los? Den ganzen Tag hast du jetzt gepennt und jetzt willst du. Jetzt möchtest du was von mir, ne? Den ganzen Tag hast du geschlafen, wie immer. Er denkt auch, streiche mich einfach. Er denkt sich auch, halt's Maul und streiche mich einfach. Heuplatz. Jetzt kann hier hin. Müll kann da hin. Das nehme ich so mal mit. Schon mal mit. Das nehme ich auch mit. Jo. Gut. Ich wüsste jetzt gerade nur nicht, was wir noch in der Nacht machen können. Großartig. Wichtiger Kopfstoß hier.
Der ist, glaube ich, auch nicht da, ne? Nee, der Händler ist nicht da. Nee, da ist jetzt auch nichts mehr. Eigentlich. Hunger wird gemacht. Das nicht auch nicht zu wenig. Wie sieht das denn hier aus? Ich fütter ein. Hier lohnt es sich echt schon, Dünger zu machen immer. Irgendwas anzubauen, was halt immer wieder geflutet wird. Guten Dünger da rein. Tür haben sie weggemacht. Ah ne, die Tür ist noch da. Ich habe noch gar nicht hier unten geguckt. Aber hier unten ist auch nichts. Ja, aber ich habe mir schon gesagt, das Feld wird irgendwann... Das obere Feld kommt hier unten hin. Das Feld kommt auch hier unten hin. Das passt ja auch gut. Dann kann ich da besser was anderes Schönes bauen. Hier. Zum Beispiel schön, schön die Fischteiche. Die Insektenhöhlen oder Insektenhotel. Die Bäume kommen dann auch weiter nach unten hin. Dann kann ich das hier auch anders dekorativ gestalten, dass die Bäume wegkommen. Beziehungsweise die kommen ja hier weg. Die werden dann hier hingeparkt. Ja, ich werde das schon schön machen. Ich versuche es zumindest. Ah, wie sieht es hier aus? Ich weiß gar nicht, was ich mit den ganzen getrockneten Sachen soll. Schon oft überlegt, die einfach zu verkaufen. Ich frage mich auch, was hier ist. Aber vielleicht kann ich das noch später freischalten. Komm, ich muss ja jetzt nicht bis zu den Puppen warten. Wobei, eine Sache würde mich noch mal interessieren. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was fehlt. Okay, paar Salzwasserfische fehlen noch. Ein Insekt fehlt noch. Ein paar seltene Fische, aber ich muss mal gucken, wann es die gibt. Ein Edelstein fehlt mit der roten Beryl. Knoblauch und Kaktus. Ah. Der ist voll. Schaltet die Grabungsstelle frei. Den Warps Cesar Jen, den haben wir freigeschaltet. Das ist ja nicht schlecht. Ich hatte Zugriff auf die Savanne frei. Savanne würde mich echt interessieren. Aber das würde mich mal interessieren. Tagebucheintrag. Edelsteine. Ich habe den auch noch nicht gefunden. Ich muss mal gucken im Museum, das sind ja Sammlungen. Das ist nur noch
Der fehlt. Der rote Barrel. Ich habe ihn auch noch nicht gefunden. Dann kann der nur in den Erdregionen sein. Dann muss ich morgen, muss ich am nächsten Tag mal einfach mal in den Erdbereich gehen. Vielleicht kann ich dann auch ein paar Bronze, ein bisschen Bronze finden. Dass ich vielleicht noch mal ein paar Gewächshäuser machen kann. Aber wir gehen jetzt erstmal zu Bett. So.